Hallo und herzlich willkommen in die Runde und auch an alle, die jetzt im Livestream zuschauen. Ich begrüße Sie ganz herzlich am heutigen ersten bundesweiten Digitaltag zu unserer Gesprächsrunde Digitalisierung in Kultureinrichtungen. Dies ist eine Veranstaltung der Universitätsbibliothek Leipzig und des Referats Digitale Stadt der Stadt Leipzig. Mein Name ist Lilly Iliev. Ich arbeite bei Wikimedia Deutschland. Das ist die Gesellschaft zur Förderung des freien Wissens. Im Politikbereich bin ich tätig und war vorher einige Jahre hier im Kulturbereich. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute durch diese Gesprächsrunde führen zu können, denn Digitalisierung in der Kulturlandschaft ist mein Lieblingsthema. Ich finde es extrem spannend zu sehen, wie gerade in den letzten Jahren sich die Rolle und auch das Selbstverständnis von Kulturerbeeinrichtungen wandelt, beziehungsweise im Zuge der Digitalisierung ja ständig im Wandel auch inbegriffen ist und wie sich die Aufgaben eben erweitern. Also ganz verkürzt gesagt, die Aufgaben erweitern sich vom Sammeln, Hüten und Bewahren von Kulturgut doch hin eher zur Rolle des Ermöglichens, des Zugänglich- und Nutzbarmachens. Und Kultureinrichtungen können heute ja über digitale Wege es ermöglichen, dass die Besucherinnen und Besucher ganz anders und auch immer wieder neu mit dem Kulturerbe in Beziehung treten. Und das finde ich absolut fesselnd zu sehen, wie das passiert. Und genau darüber möchten wir auch heute sprechen. In 90 Minuten, also bis 15.30 Uhr, besprechen wir ein ganzes Spektrum von den Möglichkeiten der Präsentation von Sammlungsbeständen im digitalen Raum, über die Rolle von Social Media für die Kultureinrichtungen, auch was sich durch die Pandemie in den letzten Monaten vielleicht getan hat in den Häusern und schließlich auch die Möglichkeiten, mit Open Data Communities zusammenzuarbeiten, mit freiwilligen Communities, wollen wir auch ansprechen. Und dafür haben wir heute ganz hervorragende und spannende und vor allen Dingen auch kompetente Gäste zu dem Thema eingeladen, die ich jetzt herzlich begrüße, die ich bitte, ihre Videofunktion zu aktivieren. Wunderbar, jetzt sehen wir sie auch. Und die ich Ihnen jetzt gerne einmal der Reihe nach vorstellen möchte. Bei uns ist Dr. Jeanette Stoschek. Frau Stoschek ist kommissarische Leiterin, Direktorin des MDBK, des Museums der Bildenden Künste in Leipzig und hat zudem einen Lehrauftrag am Institut für Kunstgeschichte der Universität Leipzig. Herzlich willkommen, Frau Stoschek. Schön, dass Sie da sind. Ja, auch hallo meinerseits. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Bei uns ist außerdem Dr. Michael Ruprecht. Dr. Ruprecht ist Direktor des Stadtarchivs Leipzig und leitete als promovierter Archivar zuvor das Universitätsarchiv der Uni Halle. Hallo, Herr Ruprecht. Ja, auch ein Hallo von mir. Ich freue mich, auch dabei zu sein. Wunderbar. Außerdem begrüße ich ganz herzlich Frau Barbara Fischer. Frau Fischer ist an der Deutschen Nationalbibliothek tätig. Sie ist dort Managerin für neue Kooperationen an der Arbeitsstelle für Standardisierung. Zuvor war Frau Fischer Kuratorin für Kulturpartnerschaften bei Wikimedia und hat unter anderem den Kultur-Hackathon Coding Da Vinci maßgeblich mit ins Leben gerufen. Sie ist also Open-Data-Expertin und ich freue mich, dass sie dabei ist. Hallo, Frau Fischer. Ja, ein freundliches, fröhliches Hallo in die Runde. Schön, dass das geklappt hat. Danke. Als nächstes möchte ich begrüßen Dr. Anselm Hartinger. Er ist Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig und leitete zuvor die Erfurter Geschichtsmuseen und er ist außerdem promovierter Musikwissenschaftler. Hallo, Herr Hartinger. Schöne Grüße. Toll, dass das auf diese Weise klappt. Ich hoffe, wir sind alle gut zu hören. Das hoffe ich auch. Bis jetzt sieht es gut aus. So, und last but not least, bei uns ist Leander Seige. Er leitet den Bereich Digitale Dienste an der Universitätsbibliothek Leipzig. Seine Themen sind Open Data und Open Source und er ist außerdem erklärter IIIF-Enthusiast. Das steht für International Image Interoperability Framework und warum man darüber enthusiastisch werden kann, da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen jedenfalls Ihnen allen und schön, dass Sie dabei sind. Und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch einsteigen, noch zwei Hinweise zum Ablauf. Da wir hier ganz viele kluge, interessante Köpfe versammelt haben, aber nur 90 Minuten Zeit, haben wir eine Spielregel. Und zwar werde ich diese gelbe Karte hochzeigen.
Wenn jemand gerade ganz leidenschaftlich erzählt, was wunderbar ist, aber vielleicht die anderen auch noch zu dem Thema zu Wort kommen möchten, dann werde ich das als Signal hochhalten, dass Sie bitte mit dem Gedanken dann demnächst zum Ende kommen. Genau, und wenn Sie jetzt im Gespräch, also Sie, die Sie jetzt hier als Gäste teilnehmen, wenn Sie direkt aufeinander reagieren möchten, also sagen, oh, da habe ich aber eine ganz andere Meinung zu oder da möchte ich gerne noch was anfügen, dann möchte ich Sie bitten, das mit einem Handzeichen zu signalisieren. Ich notiere mir das dann hier und weise Ihnen entsprechend das Wort zu. Die blaue Karte führt Herr Hartinger ein. Ja, mal schauen, wie das wird. Genau, und wir möchten natürlich auch von Ihnen, die Sie jetzt am Livestream zuschauen, gerne wissen, welche Fragen haben Sie denn an unsere Gäste? Welche Fragen haben Sie zum Thema Digitalisierung in Kultureinrichtungen? Posten Sie gerne Ihre Fragen in den YouTube-Chat, der unter dem Videofenster offen ist. Wir behalten diese Fragen im Blick und ich werde die gegebenenfalls, wenn sie gerade sehr gut passen, mit in die Gesprächsrunde geben oder dann am Ende die Fragen stellen, so als Publikumsfragen, behalte mir allerdings vor, gegebenenfalls die interessantesten auszuwählen. So viel zu den Spielregeln, soweit der Vorrede. Jetzt beginnen wir. Und ich möchte das Gespräch beginnen mit einer veritablen Zumutung für Sie alle, denn ich möchte Sie bitten, die Frage, was bedeutet Digitalisierung für Sie, in einem Satz zu beantworten. Und das ist natürlich eine kalkulierte Zumutung, denn es ist unmöglich, der Vielschichtigkeit des Themas in einem Satz gerecht zu werden, das ist klar. Aber damit wir vielleicht einen Eindruck bekommen, aus welcher Perspektive schauen Sie auf das Thema Digitalisierung, was bedeutet Digitalisierung für Sie in einem Satz? Frau Stoschek, ich möchte Sie bitten zu beginnen. Ein Satz, ich versuche es. Digitalisierung im Museum bedeutet für mich Vereinfachung der Arbeitsabläufe im Museum, also zum Beispiel die Datenbank, die Infrastruktur und Arbeitsprozesse sowie neue Wege der Vermittlung, der Kommunikation und des Austauschs. Punkt. Vielen Dank, Frau Stoschek. Ich möchte als nächstes Herrn Ruprecht das Wort geben. Was bedeutet Digitalisierung für Sie? Also für mich ist Digitalisierung eigentlich der Eintritt in ein neues Zeitalter tatsächlich, verbunden damit, dass die Informationen losgelöst vom Datenträger sind. Das betrachte ich jetzt natürlich als Archivar. Und das bedeutet, dass das natürlich eine große Chance bietet, Informationen zu verbreiten. Informationen, die jetzt flüchtig sind. Aber es ist auch eine Herausforderung für uns als Archive, diese flüchtigen Informationen, die alle Orten unterwegs sind, auch festzuhalten, so wie wir es bisher getan haben. Also flüchtige Informationen, 500.000 Jahre lang abrufbar zu machen. Wie macht man das? Punkt. Vielen Dank. Es sind längere Sätze, wie wir merken, aber das sei Ihnen zugestanden. Vielen Dank, Herr Ruprecht. Ich möchte weitermachen mit Herrn Hartinger. Was bedeutet Digitalisierung für Sie? Ja, also ich würde sagen, Digitalisierung ist eine Notwendigkeit, aber zugleich eine riesige Chance, unsere Bestände, unsere Angebote, unsere Themen in einen riesigen, unbegrenzten Resonanzraum zu senden und zu verwandeln. Eine Chance, mit der wir allerdings auch sehr geschickt und sehr verantwortungsbewusst umgehen müssen. Vielen Dank, Herr Hartinger. Frau Fischer, mögen Sie auch einen Satz dazu sagen, was Digitalisierung für Sie bedeutet? Sehr gern. Zum Glück haben wir ja die Frage vorher bekommen. Das heißt, man hat ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ich habe mir überlegt, wenn ich mein buntes Berufsleben betrachte, dann gibt es eine Konstante und das ist das Netzwerken. Und über die Digitalisierung ist das Netzwerken eigentlich noch viel leichter geworden. Es ist eine ungeheure Chance, sowohl Daten miteinander zu vernetzen, Menschen miteinander zu vernetzen, Institutionen miteinander zu vernetzen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute für die gemeinsame Normdatei mich einsetze, weil ich denke, dass man über solche Knotenpunkte, wie sie Normdaten liefern, Vernetzung noch besser gestalten kann. Aber darüber werden wir bestimmt später noch mehr und intensiver sprechen. Mhm. Stichwort Vernetzung also. Herr Seige, können Sie da anknüpfen? Sicher kann ich auch da anknüpfen. Ich finde, ganz viele interessante Aspekte sind auch schon genannt worden, denen ich mich anschließen kann. Für mich bedeutet Digitalisierung vor allen Dingen, dass der physische Zugang zu den Werken der Kunst und Kultur durch die Digitalisierung stark erweitert, ergänzt, sicherlich auch
viele Einschränkungen sogar regelrecht überwunden werden können und dadurch der Zugang und die Nutzbarkeit dieser Informationen und dieser Werke in ganz neue Dimensionen kommt und ganz neue Möglichkeiten eröffnet, die wir, glaube ich, immer noch nicht vollständig absehen können, was daraus alles noch wachsen kann. Vielen Dank für diesen ersten Eindruck und für diese Aufwärmrunde. Was mich jetzt aktuell besonders interessiert und viele der Zuschauenden vielleicht auch, wie hat sich denn die Corona-Pandemie in Ihren Häusern ausgewirkt, vielleicht auch auf Ihre Arbeit persönlich oder eben in Ihrer Einrichtung ausgewirkt? Denn man hört ja immer wieder, dass gerade durch den zeitweise kompletten Wegfall des Publikumsverkehrs sich die Kulturerbe-Einrichtungen nochmal ganz neu oder vielleicht auch gar nicht so neu, aber eben jetzt nochmal intensiver mit der Frage beschäftigen, wie können wir denn eigentlich über digitale Wege mit unserem Publikum im Austausch sein? Wie können wir vielleicht in Beziehung treten, wenn eben der physische Besuch vor Ort nicht möglich ist? Und da würde mich interessieren, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Ihre Aktivitäten im digitalen Raum durch Corona ausgeweitet, erweitert und wenn ja, inwiefern? Ich möchte gerne beginnen, diesmal mit Herrn Hartinger. Das ist eine komplexe Frage. Man muss zunächst sagen, dass natürlich ein großer Teil der Museumsarbeit immer hinter den Kulissen stattfindet, sozusagen, wo das Publikum nur wissenschaftlicher Gast oder partieller Teilnehmer ist. Das heißt, dieser Teil, Inventarisierung, Bestandspflege, Katalogisierung, Aufarbeitung, Ausstellungsvorbereitung, der ist natürlich mit allerlei planerischen Unwägbarkeiten ganz normal weitergegangen. Das hat uns auch nochmal gezeigt, dass das Gleichgewicht der Museumsaufgaben jetzt mal jenseits der Digitalisierungsfrage auch sozusagen immer ein bisschen beachtet werden muss. Es liegt natürlich sehr viel Schwerpunkt auf den Ausstellungen, auf den Veranstaltungen. Da bin ich selber Täter, ich komme auch aus der Veranstaltungsdramaturgie. Aber so eine Krise weist einen darauf hin, auch was wir auch für Aufgaben haben, die sich nicht alleine im Publikumsverkehr realisieren. Das ist manchmal auch bis zu einem gewissen Grad wohltuend. Aber was natürlich das Ausbleiben des Dialogs betrifft, das ist für uns Museen natürlich zunächst mal wirklich auf vielen Ebenen eine Katastrophe. Ich rede nicht nur von der finanziellen Seite, sondern ich rede vor allem davon, dass alles das, was uns Museen in den letzten 20, 30 Jahren so stark gemacht hat, nämlich das Hands-on-mäßige, das Dialogische, das Nicht-Belehrende, das Interaktive, dass das natürlich ganz stark in den Hintergrund tritt. Und das hat ja nicht nur mit der Schließung zu tun, das bleibt ja durch die Abstandsregeln, durch die schwierige Benutzbarkeit von technischen Features und so weiter, von Medienstationen, noch lange so. Also das ist ein ganz großes Thema. Die Schulen kommen nicht mehr zu uns. Da müssen wir uns wirklich viel einfallen lassen. Und jetzt der andere Teil, natürlich haben wir das. Ich würde für unser Haus sagen, wir haben unsere digitale Frequenz also um einen ganz, ganz hohen Faktor gesteigert. Das zeigt auch, wie tief unten wir natürlich vielfach, und das gilt ja auch für viele Museen im Land, auch erst angefangen haben. Nicht? Also wir hatten einen Blog, da wurde ab und an mal was gepostet, aber wir haben jetzt vom ersten Tag an unsere Aktivität total geändert. Wir haben zum Beispiel die erste digitale Ausstellung in unserer Geschichte gemacht. Wir haben jeden Tag während der Schließzeit ein Objekt gepostet, ein sogenanntes Hoffnungszeichen, was Krisenbewältigung in früheren Jahrhunderten, was Trost und Ermutigung in ganz anderen Zeiten, da gab es ja auch andere Preisklassen, Kriege, Pest und so weiter, vermittelt hat. Und das hat uns einen treuen und sehr liebevollen Nutzerstamm gebracht. Das war für uns auch sehr verbindend, unsere Bestände mal unter dieser ganz aktuellen Geschichte zu befragen. Wir haben es jetzt auch noch in ein Buch verwandelt, gerade erschienen. Wir wollen ja die Leute auch vom digitalen Museum wieder zurückführen. Also das war ein Thema, eine Digitalausstellung. Wir haben natürlich gesagt, die große Herausforderung ist im Bereich der Vermittlung, wo natürlich viele Dinge plötzlich gar nicht mehr gehen, ganze Arbeitsfelder wegbrechen. Wir haben zunächst mal eine Reihe gemacht. Jede Woche haben die Pädagoginnen des Hauses ein digitales Museum für daheim gemacht, Spieleideen, Schnippelideen, digitale Schnittideen aus dem Kindermuseum. Das war, glaube ich, ganz wichtig, um auch den Familien zu Hause da irgendwas zu geben. Das haben auch andere Häuser gemacht, die Naturkunde zum Beispiel in Leipzig, da war das sehr gut. Das haben wir gemacht. Dann haben wir gesagt, wenn die Besucher nicht zu uns kommen können, wollen wir trotzdem zu ihnen kommen. Und wir haben eine Reihe gegründet, Museum Digital. Das war viel dann an mich, weil ich hätte eigentlich Anfang April die erste Direktorenführung dann gehabt, am ersten freien Mittwoch. Und da habe ich gesagt, ich habe mich einfach in die historische Museumsküche in unserer Ausstellung aus den 60er Jahren gesetzt, habe gesagt, Gruß aus der Küche, habe ein bisschen was erzählt. Und das haben wir jetzt zu einer Reihe gemacht und setzen das jetzt auch fort. Jeden Mittwoch drehen wir einen kurzen Handydreh in einer Einstellung sozusagen aus einem Museumsbereich und posten das. Also dann bringen wir Kalenderblätter rein und könnt ihr jetzt noch viel aufzählen. Ich glaube,
Die Krise hat uns gelehrt, zu schauen, was brauchen wir, was fehlt, wo müssen wir uns zum Beispiel auch besser aufstellen. Also für so eine erste Zeit ist das charmant, so mit einer verwackelten Handykamera kann man alles machen, alles super. Aber wir werden uns da nach und nach versuchen zu professionalisieren. Auch das Thema, werden die Kollegen auch darauf zu sprechen kommen, wie kriege ich Content vom Audioguide zum Beispiel auf Endgeräte, wenn die Leute keine Audioguides mehr benutzen dürfen oder wollen oder Angst haben. Das sind auch viele Dinge. Und natürlich führt es uns weiter dazu, wie können wir den Stand der Digitalisierung in der Sammlungserschließung, der bei uns zum Beispiel schon sehr weit ist, da spreche ich auch vielleicht noch drüber, wie können wir das sozusagen noch einfacher machen, wie können wir das noch besser teilen. Also es war ein riesengroßer Lernprozess, der eben nicht freiwillig war, wie das bei Krisen eben ist, der uns aber doch viel gebracht hat. Und ich glaube, wir haben vor allem gesehen, es lohnt sich, dort dran zu bleiben. Es lohnt sich auch mal was auszuprobieren. Es muss nicht alles perfekt sein. Wir werden in unserem Museum niemals erste Klasse sein. Jeder Industrieanwender wird uns immer schlagen. Aber wir haben so tolle Geschichten, die können wir erzählen. Und da müssen wir eben jetzt in Zukunft vielfach sehr viel zweigleisiger fahren. Das vielleicht ein kurzer, ganz schneller Überblick. Ohne gelbe Karte, hoffe ich mal. Ich hatte sie schon im Augenwinkel, aber das ist auch wirklich interessant, einfach das zu hören. Wir haben gerade viel, viel abgedeckt. Vielen Dank, Herr Hartinger. Ich gehe gleich weiter zu Frau Stoschek. Wie ist es bei Ihnen? Ja, Herr Hartinger hat jetzt schon sehr viel berichtet und wir haben auch tatsächlich klar hinter den Kulissen weitergearbeitet, ganz analog. Und haben uns natürlich überlegt, wie berichten wir jetzt aus unserem Haus, wie bekommen wir Kontakt? Und wir haben ja ein neues Format entwickelt, was wir aber im Augenblick etwas zurückgestellt haben, MDBK Insight. Da haben wir eben auch versucht, immer im Gespräch aus Ausstellungen heraus zu berichten, was passiert bei uns oder eben eine Diskussion oder ein Gespräch mit einem Kurator oder Restauratoren, was wir sonst in einer normalen Führung gemacht hätten, ganz kurz und pointiert zu zeigen. Gleichzeitig haben wir ja dann auch schon vorher immer wieder in Social Media gearbeitet oder wenn Sie bei uns auf der Website sehen, sehen Sie ja auch, dass wir aktiv sind mit Podcasts etc. Wir haben ein Archiv, wo man eben auch interessante Berichte oder Formate hat, wie man sich weiter informieren kann oder neugierig gemacht wird. Eigentlich war unsere Botschaft immer, es ist, das würde ich aufgreifen, Herr Hartinger, es ist ein zweigleisiges oder ein mehrgleisiges Arbeiten. Denn die Digitalisierung oder mit solchen Formaten zu arbeiten, heißt für mich tatsächlich einen neuen Weg der Vermittlung zu suchen und der Kommunikation, eben auch der Wissensvermittlung. Aber gleichzeitig ist es für mich immer die Möglichkeit, die Besucherinnen und Besucher wieder an das Original heranzulocken. Unsere Kunstvermittlerinnen haben auch sehr vorbildlich viele Projekte entwickelt, auch weiterhin mit einer Schulklasse gearbeitet, das auch aktuell dann mit unserer Klinger-Ausstellung verbunden war. Das kann man unter Hört Hört finden. Da ist sehr viel gelaufen. Allerdings haben wir dann gemerkt, als wir dann das Museum eröffnet haben, wie die Menschen gekommen sind, um eben unabhängig, ich weiß, ich will überhaupt nicht gegen Digitalisierung sprechen, aber die Sehnsucht nach dem Original, nach dem Kunstwerk im Raum, das so alleine zu erleben und zu erfahren, das hat man doch gemerkt, dass viele ausgehungert waren. Und Sie haben am Anfang gesagt, ja, ich habe tatsächlich theoretisch einen Lehrauftrag an der Universität Leipzig. Allerdings konnte ich ihn bis jetzt noch nicht durchführen, weil es Übung vor Originalen ist. Und da habe ich mich geweigert, gebe ich zu, das digital zu machen. Also für uns ist es eigentlich eine Weiterführung oder auch Weiterentwicklung. Immer wieder, wie vermittle ich etwas? Es ist ein Teilaspekt, will ich viele Menschen ansprechen können. Allerdings auch immer verknüpft mit der Botschaft der Nachhaltigkeit, kommt zu uns und wie schaffen wir es, dass wir eben auf digitalen Wegen neugierig machen, dass man dann nachher zu uns ins Museum kommt. Und das, denke ich, das ist eine der großen Herausforderungen. Dankeschön, Frau Stoschek. Ich gehe gleich weiter zu Herrn Ruprecht. Wie ist das bei Ihnen durch die Pandemie? Hat sich da was verändert in Ihrer Arbeit? Es ist ähnlich wie bei meinen Vorrednern. Es ist natürlich ganz viel Hintergrundarbeit weitergelaufen einfach. Es war auch, und das muss man auch sagen, natürlich wenig Zeit dadurch, dass sehr viele andere Aufgaben und auf uns zukamen, auch besondere Dinge zu erledigen waren, die sonst nicht auf der Tagesordnung standen.
wenig Zeit, sich mit neuen Formaten zu beschäftigen. Ja. Wir haben das trotzdem getan, zum einen, um unsere Nutzer natürlich zu erreichen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, uns zu erreichen. Nun ist ein Archiv ein bisschen was anderes als ein Museum. Ja. Man geht hier sozusagen mit einem ganz speziellen sozusagen Anliegen her. Man möchte bestimmte Unterlagen erforschen, möchte mit denen arbeiten, Erkenntnis daraus ziehen und braucht dafür auch nicht nur eine Akte oder ein Bild, sondern eben ganz viele. Jetzt ist das nicht möglich, das natürlich auch alles zu digitalisieren, was man denken könnte und auch gleich online zu stellen. Das ist einfach nicht zu leisten, weil jeder ja auch was anderes möchte. Ja. Und wir haben uns daher eben auch überlegt, was können wir tun, unabhängig davon, dass wir natürlich auch diesen Weg der Digitalisierung und der Online-Stellung gerade intensiv beschreiten und Schritt für Schritt vorwärts gehen, die Infrastruktur dafür aufbauen, aber das ist eben so schnell nicht zu bewältigen, gerade nicht in dieser Zeit jetzt. Aber wir haben eben auch Formate versucht zu entwickeln, die denen der Museen ähneln, weil auch Archive ja so einen Vermittlungsauftrag haben, einen Bildungsauftrag. Und wir haben zum Beispiel überlegt, wie können wir mit den Bürgern zusammenarbeiten und gleichzeitig auch einen Teil unseres Auftrags erfüllen. Crowdsourcing ist hier sozusagen so ein Stichwort, was ich gerne aufgreifen möchte. Wie können wir die Leipzigerinnen und Leipziger mit einbinden bei der Identifizierung von Bildern? Unser großer Bilderpool, 350.000 Fotografien im Stadtarchiv Leipzig, viele davon noch nicht erschlossen, ja, weil auch natürlich die Kollegen nicht alles kennen und erkennen, was auf den Bildern zu sehen ist. Aber die Leipzigerinnen und Leipziger erkennen vielleicht das ein oder andere Haus, die ein oder andere Situation. Ja, und das ist ein großer Vorteil, den wir hier sozusagen nutzen können, wenn wir die sozialen Medien mit einbinden. Und wir haben dann hier eine Reihe gestartet, 24 Bilder, die ab heute dann tatsächlich auch mit den Leipzigerinnen und Leipzigern hoffentlich identifiziert werden. Ja, das ist also tatsächlich auch in dieser Zeit entstanden. Dann die Idee, dass wir auch abfragen, was erwarten eigentlich die Archivbenutzer von einem digitalen Forschungssaal? Ja, wenn sie sagen, wir wollen das Archiv jetzt auch mal digital haben, was soll das eigentlich bedeuten? Was ist damit verbunden? Sind damit die Schritte verbunden, die im Vorfeld zu tun sind? Also das heißt die Recherche, der Benutzungsantrag unter Umständen. Oder ist damit was ganz anderes, ganz andere Erwartungen verbunden? Das abzufragen, haben wir also auch eine Online-Umfrage entwickelt, ja, um hier auch weiterzukommen und an unsere Benutzer auch heranzutreten. Ja. Alles solche Sachen sind jetzt entstanden. Das sind erste Gehversuche. Auch hier natürlich nicht mit dem Niveau, wie es große Firmen, Unternehmen tun können. Aber wir tun das sehr engagiert, wie ich meine, und auch mit sehr viel Enthusiasmus, ja, und versuchen hier einfach auszutesten, was ist möglich, was hilft uns weiter bei unserem Auftrag auch. Vielen Dank. Ich finde es wirklich ganz spannend. Also ich möchte gerne als nächstes gleich weitermachen mit Frau Fischer. Sie sprechen ja sozusagen jetzt ein bisschen in einer Sonderrolle. Können Sie trotzdem mal einen Einblick geben, wie ist es bei der Deutschen Nationalbibliothek? Hat sich da was durch die Pandemie jetzt nochmal substanziell an der Arbeitsweise geändert? Ja, die Deutsche Nationalbibliothek hat ja zunächst einmal, das ist vielleicht nicht allen Zuhörenden so geläufig, wir haben zwei Standorte. Wir haben den einen Standort hier in Leipzig, wo die meisten der Panelisten jetzt ja auch herkommen. Und wir haben einen weiteren Standort in Frankfurt. Das ist teilungsbedingt, das ist historisch bedingt. Hier in Leipzig haben wir das Deutsche Buch- und Schriftmuseum. In dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum haben wir ganz ähnliche Initiativen ergriffen, wie auch Herr Hartinger oder Frau Stoschek dargestellt haben. Ich habe die Deutsche Nationalbibliothek in der Corona-Zeit als also für eine Bundesbehörde allemal für eine erstaunlich risikobereite Institution erlebt. Das wurde jetzt von niemandem so richtig erwähnt, aber wenn man von heute auf morgen seine ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nach Hause schickt und von zu Hause bittet zu arbeiten, das ist nicht trivial. Ja? Das muss man erstmal organisiert bekommen. Ja? Das erfordert eine enorme Anstrengung seitens der betrieblichen IT, setzt voraus, dass die Kolleginnen auch bereit sind, zum Teil ihre privaten Devices zu nutzen, dass man vielleicht auch mal, was den Datenschutz anbelangt, ein bisschen
weiter ist, als man das üblicherweise vielleicht ist und dass man auch, und das hat Herr Hartinger irgendwie so schön dargestellt, dass man den Mut entwickelt, auch mit einer gewissen Imperfektion an das Publikum heranzutreten. Ja, dass man also nicht sagt, wir sind Bundesbehörde und müssen immer alles perfekt und fehlerfrei machen, sondern das Deutsche Buchmuseum hat im Zuge dessen, dass Deutschland jetzt die EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli übernimmt, mit einer Lesereihe dann virtuell begonnen, die Europa lesen in den leeren Lesesälen, also sowohl in Frankfurt als auch in Leipzig haben Schauspieler Texte zu Europa gelesen. Das hätte ohne Corona so nicht stattgefunden. Da wäre man, glaube ich, gar nicht in die Versuchung gekommen, das zu tun. Jetzt für den Bereich, den ich verantworte, die gemeinsame Normdatei, das findet ja sowieso alles im digitalen Raum statt. Insofern hat sich da nicht so viel verändert. Wir werden im nächsten Jahr zwar die Möglichkeit haben, die unsere große Convention, die GND-Con, als Hybridveranstaltung anzubieten. Das wäre ohne Corona sicherlich auch nicht möglich. Ich empfinde das als eine riesige Bereicherung, weil wir als wir das 2018 gemacht haben, leider bei 300 Personen Stopp sagen mussten. Mehr Leute fast einfach nicht das Haus. Und wenn wir das jetzt als Hybridveranstaltung anbieten, also Teile der Veranstaltung im digitalen Raum verlegen, dann können wir halt diese Veranstaltung für mehr Personen öffnen, was aber sicherlich auch nochmal bedeutet, dass wir an der Konzeption der Veranstaltung arbeiten müssen, weil es ist ein Unterschied, das merken wir, glaube ich, auch jetzt hier in so einem Panel, es ist ein Unterschied, ob 5 Leute an einem Tisch sitzen und sich unterhalten mit einem Publikum, was man sieht, oder ob man hier in diesem digitalen Raum, jeder für sich in seinem Raum sitzt und das Publikum seltsam im Dunkel bleibt. Das macht etwas mit einem und auch wie man miteinander spricht und wie man miteinander umgeht. Und was schließlich, und das haben meine Vorrednerinnen auch schon herausgearbeitet, was die Corona-Krise mit sich bringt, ist, dass wir erkennen, wir brauchen neue Dialogplattformen, und das ist auch für uns bei der gemeinsamen Normdatei nicht erst durch Corona deutlich geworden, aber hier arbeiten wir intensiv mit Wikimedia zusammen, schauen, ob Wikibase, die Software, die auch Wikidata empowert, oder sozusagen die Software, die hinter Wikidata steht, ob wir die nutzen können, um es einfacher zu machen, auch jenseits der bibliothekarischen Welt die Normdatei zu öffnen, weil wenn man von Open Glam spricht, Open Access spricht, dann redet man meistens über Urheberrechtsbeschränkungen, man redet über Zugriffsraten und so weiter, aber letztendlich, und das wird, denke ich, auch schon in unseren Äußerungen hier deutlich, es geht schon auch ein Stück darum, das Mindset von den Institutionen zu verändern. Es ist was Neues, wenn ich mit meinem Publikum nicht mehr in der Vermittlungsperspektive interagiere, sondern wie Herr Ruprecht das sagte, wir sprechen jetzt mal von Crowdsourcing, ja, oder Community Sourcing vielleicht, also dass man mit den Bürgern ganz anders und auf Augenhöhe in den Dialog tritt. Und dazu muss man aber auch, das hatte Herr Ruprecht ja auch schon herausgearbeitet, geeignete Plattformen herstellen. Ja? Also wie funktioniert das? Praktiken entwickeln gemeinschaftlich, wie man miteinander zusammenarbeiten kann im digitalen Raum. Und da, glaube ich, hat Corona, so ärgerlich und für manche sehr, sehr schmerzlich diese Krise auch war, hat uns einfach einen guten Schubs gegeben, würde ich sagen. Einen guten Schubs gegeben, ja. Schönes Stichwort. Wie ist es bei Ihnen, Herr Seige, wenn ich die Frage auch nochmal zu Ihnen schubsen kann, zu guter Letzt? Und dann haben wir im Anschluss auch gleich eine erste Publikumsfrage. Stichwort Publikumsinteraktion. Aber zunächst, Herr Seige. Ja, also für die Universitätsbibliothek war das natürlich auch sehr schmerzlich, im Verlauf der Corona-Pandemie wesentliche Dienstleistungen, wesentliche Angebote nicht mehr machen zu können,
die Studierenden, die Bibliotheknutzerinnen und Nutzer nicht mehr ins Haus lassen zu dürfen und den Zugang zu den physischen Medien stark einzuschränken bzw. unmöglich machen zu müssen für einen gewissen Zeitraum. Und aber all das hat uns natürlich auch diesen Schubs gegeben. Der teilt sich, glaube ich, auf unserer Seite in zwei Bereiche. Wir hatten auf der einen Seite natürlich die wichtige Aufgabe, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitsfähig zu halten im Homeoffice. Das war ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch im Bereich der Arbeitsorganisation intern und im Bereich der Digitalisierung der Arbeitsplätze vorangebracht hat und uns neue Möglichkeiten der Arbeitsweise der Kooperation gezeigt hat. Also ich habe immer noch die ersten Wochen als wirklich auch das Ding vielleicht absurd, aber auch teilweise mit einer gewissen Euphorie in Erinnerung, mit welcher Geschwindigkeit neue Dienste vom Rechenzentrum und auch von uns selber aufgebaut wurden, um neue Arbeitsformen zu realisieren. Das ist die eine Seite, die wir intern haben. Und auf der anderen Seite natürlich haben wir uns stark bemüht, die Einschränkungen durch digitale Angebote zu kompensieren und den Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu Literatur weiter zu ermöglichen, die Angebote im E-Medienbereich auszubauen, auch auf sie zuzugehen, sie auf Open Access Medien hinzuweisen, wo kann man überall solche Dinge Literatur bekommen. Wir haben Webinare aufgesetzt und auch im Bereich der Zugänglichkeit der Bibliothek und versucht digital zu verbessern, indem wir ein Arbeitsplatzbuchungssystem innerhalb weniger Wochen programmiert haben und uns auch um die Selbstverbuchungsmöglichkeiten von Medien gekümmert haben. Also das sind so diese ganzen Bereiche, die viel auch mit Infrastruktur zu tun haben und vielleicht gar nicht so diese klassische Kulturdigitalisierung in diesem Moment betreffen. Das ist wahrscheinlich zu langfristig sind solche Prozesse, aber diese kleineren, schnelleren Sachen, Webinare, Webangebote, Apps, solche Sachen zu entwickeln, da bin ich auch immer noch beeindruckt, wie schnell und auch welcher Teamgeist da entstanden ist in vielen Bereichen. Ja, danke schön. Frau Fischer, möchten Sie darauf direkt antworten? Ja, ich wollte das nochmal ergänzen. Also gerade aus der Sicht der Bibliotheken fand ich schon, dass in der Corona-Pandemie auch so eine gewisse Solidarität seitens der Verlage auf die Bibliotheken überschwappte, kann man so sagen. Also, dass man da ein bisschen den Schulterschluss übte. Wir haben ja normalerweise das Problem, dass urheberrechtlich E-Books nicht einfach verliehen werden können, sondern dass man lizenzbedingt die zumindest bei der Nationalbibliothek an einem bestimmten Rechner im Lesesaal lesen muss. Und hier war es so, dass die Verlage zum Teil zumindest Dinge ermöglicht haben, um Studium weiter fortsetzen zu können, um die Forschung irgendwie weiter zu befördern können, dass dann halt eben auch Medien, die normalerweise urheberrechtlich nicht zur Verfügung gestellt werden konnten, in diesem totalen Lockdown zumindest dann auch der Zugang geöffnet wurde. Und das fand ich ein sehr positives Erleben, eine positive Erfahrung. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, diesen Esprit, den auch Herr Seige nochmal evoziert hat, dass es uns gelingt, daran anzuknüpfen und dass man dann vielleicht in den Gesprächen, die jetzt in weiteren Folgen, daran auch erinnern kann, hey, das war doch möglich in dieser Ausnahmesituation. Was haben wir da Positives gelernt? Was können wir davon, sagen wir mal, ein Stück weit in die Normalität hinüber retten? Wo können wir vielleicht neue Formen finden der Zusammenarbeit auch? Das ist, wenn es uns gelingt, ein wenig von diesem Esprit des Experimentierens und des Scheiterns in einer gewissen Heiterkeit, ja, wenn uns das gelingt, jetzt fortzutragen und diesen Geist beizubehalten, ich glaube, dann klappt es auch mit dem digitalen Wandel sehr viel besser. Heiteres Scheitern wäre da der Hashtag vielleicht dafür. Herr Seige, ich sehe, dass Sie noch mal was sagen möchten. Ich möchte aber
ganz gerne das, was Sie gesagt haben, nämlich zur technischen Infrastruktur. Das ist gar nicht immer unbedingt gleich die sozusagen die, die Plattform nach außen gerichtet sein müssen, sondern erstmal, was um die Infrastruktur geht. Dazu haben wir genau eine Publikumsfrage, die ich wirklich gerne auch mit reingeben möchte. Und zwar fragt jemand bei YouTube, sind Sie abhängig von anderen IT-Firmen, um verschiedene Projekte, IT-Infrastrukturaufgaben zu schaffen oder haben Sie diese Abteilung in Ihren eigenen Organisationen, um solche Projekte zu stemmen? Und ich würde einfach mal Ihnen freistellen, wer darauf antworten mag, darauf zu antworten. Freige vor. Ich kann ja mal anfangen, weil meine Antwort, glaube ich, recht kurz sein wird. Ja. Und dann können die anderen noch ein bisschen länger überlegen. Die Deutsche Nationalbibliothek hat, denke ich, für eine Institution, die doch sehr stark auf Medien ausgerichtet ist, eine schon erstaunlich große eigene IT-Abteilung mit ungefähr 90 Mitarbeitenden. Wir können schon sehr viel selbst leisten und selbst machen, aber ich glaube, die Vorstellung, dass man alles alleine machen kann, ist irrig, weil die Entwicklungen sind zum Teil sehr, sehr schnell. Man muss sich immer wieder mit neuen Technologien auseinandersetzen. Es gibt sehr viel Spezialistentum und von daher ist es natürlich erforderlich, dass man auch mit externen Dienstleistern zusammenarbeitet und zum Teil halt eben auch über längere Zeit. Herr Seige, bitte. Ja, also das ist auch für uns ein sehr wichtiges Thema. Wir versuchen da schon seit einigen Jahren, unsere Abhängigkeiten von bestimmten Produkten oder Firmen abzubauen, zu reduzieren, viel Open-Source-Software einzusetzen, dort, wo das möglich ist. Ich möchte aber noch ergänzen zu Frau Fischer, dass es durchaus möglich ist, natürlich mit Firmen zusammenzuarbeiten, wenn die Angebote der Firmen beispielsweise auf Open-Source-Software beruhen und daher keine Abhängigkeiten schaffen, sondern quelloffene Software für das eigene Haus herstellen, anpassen, implementieren, betreiben, dann entstehen keine Abhängigkeiten und man kann trotzdem externes Know-how einkaufen. Das finde ich einen ganz wichtigen, auch für uns oft praktizierten Weg. Herr Ruprecht und danach Herr Hartinger. Und Frau Storschek dann noch. Also für uns kann ich sagen, das gilt eben auch sicher zum Teil für die Museen. Die Stadt Leipzig hat natürlich einen IT-Dienstleister, der die Grundinfrastruktur zur Verfügung stellt, dass es überhaupt funktioniert alles. Aber wenn es jetzt um besondere Bedürfnisse geht, ja, und die sind eben sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Einrichtungen, dann kommt man um Dienstleister nicht umhin. Da gibt es natürlich schon immer auch für das Bedürfnis, das man gerade hat, vielleicht schon das ein oder andere Angebot, das hier und da nochmal ein bisschen entwickelt wird und verbessert wird, auf das man aufsetzen kann. Muss ja das Rad auch nicht immer neu erfunden werden. Und da ist man auf Dienstleister schlichtweg angewiesen, ja, um auch schnell voranschreiten zu können, so wie es eigentlich auch gefordert ist. Teil der Antwort, also wir haben im Haus selber eine inhaltlich sehr gut, kleine, aber sehr gut aufgestellte Dokumentationsabteilung, sind 3 Leute, aber die wirklich wahnsinnig viel leisten. Beim technischen Support ist es, wie Michael Ruprecht sagt, natürlich, das gilt für die meisten öffentlichen Träger, dass sie meistens einen festen IT-Partner haben. Das hat viele Vorteile, vor allem in guten und Friedenszeiten. In solchen Krisenzeiten ist natürlich immer, das gilt ja für öffentliche Kooperationen immer, dass es natürlich wahnsinnig schwierig ist, Krisenbedarfe, Ad-Hoc-Entscheidungen sozusagen in die langfristige Haushaltsplanung kommunaler und anderer öffentlicher Träger hineinzubringen. Ich glaube, alle haben viel versucht, haben sich bewegt, aber das ist natürlich, wenn Gesellschaft eine solche Dynamik annimmt, dann ist das nicht ganz einfach und dann dann kracht es auch manchmal hier an den Spielräumen, die dann da sind. Also das müssen wir sicher lernen. Wie schaffen wir es, Flexibilität, Geschwindigkeit, auch Veränderungen von Bedarfen, wenn sich gesellschaftliche Entwicklung, auch technische Entwicklung weiter so beschleunigt, auch Wahrnehmungsgewohnheiten so beschleunigen, dann müssen wir wirklich überlegen, wie ist das mit Dingen wie Doppelhaushalten überhaupt zu vereinbaren. Das ist gar kein Vorwurf an niemand, das muss ja geplant werden, wir sind ja froh darüber, aber das ist wirklich ein Thema, wie kriegen wir Innovation in gut verfasste institutionelle Strukturen hinein? Das ist eine Frage seit der Römerzeit wahrscheinlich, aber heute ist sie umso dringlicher. Ich will nur ganz kurz ergänzen, denn ich glaube, wir haben ja als kommunale Institution, wie auch Herr Hartinger oder ja, wie wir alle, einfach bestimmte Vorgaben. Ich fand es aber deswegen auch nochmal sehr wichtig, was Sie, Frau Fischer, gesagt haben. Wir hatten
Das eine ist IT, das andere ist einfach, sind die Basics. Wer hat tatsächlich einen Laptop? Das fand ich nochmal ganz wichtig, wo wir eben auch gemerkt haben, wie schwierig ist es im Homeoffice eben auch zu arbeiten und dann eben sowas zu weiterzuentwickeln. Das ist eben auch etwas, wo wir gemerkt haben, ich glaube auch wir städtischen Museen, wo wir einfach so weit noch gar nicht gedacht haben. Also es hängt schon an sehr vielen Dingen ab, wo wir uns jetzt auch überlegen müssen, bekommt vielleicht zukünftig jeder einen Laptop, wie können wir das machen, wie können wir das ändern, ist das überhaupt finanziell auch möglich? Also ich meine, wir kommen hier, also ich muss da nochmal einen Schritt zurückgehen und bin Ihnen da nochmal sehr dankbar, wie ist unsere Ausstattung, wie können wir überhaupt arbeiten und eben auch, dass viele von uns auch auf privaten Geräten weiter auch gearbeitet haben, aber dann eben auch die Frage, wie komme ich, und das geht nicht über ein privates Gerät, dann eben auch auf unsere Datenbank etc. Aber das sind weitere Herausforderungen, ohne das zu vertiefen, wo wir uns auch noch mit auseinandersetzen müssen. Herr Seige wollte auch noch gerne kurz. Ein Kommentar zu dem Thema Zusammenarbeit mit Dienstleistern machen. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass Kultureinrichtungen eigenes IT-Know-how aufbauen, auch über die infrastrukturellen Bedürfnisse hinaus. Also dass ein gewisses IT-Know-how da ist, um mit Daten und Software, fachbezogenen Daten umgehen zu können, um eben auch überhaupt mit externen Dienstleistern auf Augenhöhe kommunizieren und deren Dienstleistungen, deren Angebote einschätzen und beurteilen zu können. Also schon alleine dafür ist, glaube ich, ein gewisses IT-Know-how notwendig in den Einrichtungen. Wenn ich da anknüpfen darf, Frau Lier, ich glaube sogar, dass, also das würde ich, also nicht nur für die Nationalbibliothek als vielleicht besonders große Institution so sehen, sondern ich glaube insgesamt, dass der digitale Wandel, die digitale Transformation zeigt, wir brauchen agilere, kleinere Arbeitseinheiten. Also wir brauchen diese IT-Skills, von denen Herr Seige jetzt sprach, nicht nur in einer Abteilung X, die dann vielleicht 300, 400 Kilometer weit entfernt ist, sondern wir brauchen in den Arbeitsteams jeweils zu den Projekten, zu den Vorhaben, brauchen wir eigentlich solche, ja, sagen wir mal, interdisziplinäre Besetzung. Und das geht auch damit einher, dass man auch selber als Person ein Stück weit aus diesem Spezialistentum, was man in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr gepflegt hat und was sich heute, finde ich, auch in den Ausbildungsgängen, Studiengängen irgendwie widerspiegelt, wo man seinen Master in einem wirklich ganz, ganz kleinen Bereich irgendwie macht, also ein extremes Spezialistentum irgendwie fördert. Ich glaube, das ist gerade im digitalen Wandel oder in der digitalen Transformation hinderlich. Wir brauchen viel mehr Menschen, die bereit sind, sich schnell auch in neue Themen einzuarbeiten, auch in neue Technologien einzuarbeiten. Es reicht nicht, dass ich als Kulturmanagerin, so würde ich mich eigentlich schon sehen, weiß ja, es gibt sowas wie Webseiten. Ich muss eigentlich auch schon ein bisschen wissen, wie man diese Webseiten programmiert. Ich muss wissen, wie Social Media funktioniert. Ich muss wissen, was heißt das eigentlich, wenn ich hier von Datenformaten spreche? Was bedeutet das, wenn ich sage, ach, das wäre schön, wir hätten da eine App? Was ist das für ein Arbeitsaufwand, um das einschätzen zu können? Ja, damit ich mal ganz banal gesprochen, nicht über den Tisch gezogen werde, wenn mir der Dienstleister sagt, ja, also Frau Fischer, also ohne 300.000 Euro geht das gar nicht. Ne? Das muss ich ja einschätzen können. Und dazu brauche ich nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die Muße, mich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. Und auch das zeigt sich, finde ich, jetzt in dieser Corona-Zeit. Wir haben hier im Vorfeld zu unserem öffentlichen Panel dankenswerterweise eine Generalprobe gehabt. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt gewesen seitens der Organisatoren, uns das zu ermöglichen, damit es wirklich geschmeidig und für das Publikum nicht,
nicht verhackstückt über die Bühne gehen kann. Es ist halt eben wichtig, dass man das mal probiert und dass man schaut, okay, wenn ich jetzt hier mit Zoom arbeite, kann ich das auf meinem privaten Rechner installieren? Ja, schön, auf meinem Dienstrechner hätte ich das zum Beispiel nicht installieren können, ne, aus Datenschutzgründen. Aber das sind alles so Dinge, mit denen muss man sich ja auseinandersetzen und da muss man auch eine gewisse digitale Kompetenz haben und jetzt freue mich schon zum Schluss. Digitale Kompetenz, Hashtag. Ja, vielen Dank, Frau Fischer. Ich habe gesehen, Herr Ruprecht und Herr Hartinger haben sich gemeldet. Ich möchte auch gar nicht bremsen, sondern gerne noch eine weitere Publikumsfrage dazugeben, die sehr gut zu dem passt, was Sie jetzt alle schon so ein bisschen angesprochen haben. Und zwar, welche politischen Impulse sind denn aus Ihrer Sicht nötig, um eben das, was Sie gerade geschildert haben, was Sie eigentlich alles noch bräuchten an vielleicht mehr Freiheiten oder ja, vielleicht auch Ressourcen, um die Digitalisierung in Ihren Häusern gut zu verstetigen. Vielleicht können Sie das, Herr Ruprecht, Herr Hartinger, noch mit in Ihre Antwort sogar einbauen oder auch nicht. Jedenfalls fand ich die Frage sehr wichtig und möchte die auch noch mal mit in die Runde geben. Vielleicht noch, ich wollte das eigentlich von Herrn Seige noch mal aufgreifen, was er gesagt hat. Wir brauchen den Fachverstand, den Sachverstand, tatsächlich IT-Sachverstand in den Häusern. Das trifft auch auf Archive besonders zu, denn wir müssen ja mit den elektronischen Daten auch künftig umgehen, ja, die jetzt in der Verwaltung digitalisiert sich, alles digitalisiert sich, ja. Und Archive haben den Auftrag, aufzubewahren, zugänglich zu machen. Das ging mit analogen Unterlagen ja relativ pragmatisch, indem ich sie ins Magazin lege und dort stimmt das Klima und dann liegen sie dort 500 Jahre. Wie mache ich das eben mit einer Datei? Und ohne diesen Verstand, diesen IT-Sachverstand, wie kann das funktionieren? Was brauche ich dazu eigentlich? Komme ich da auch mit Dienstleistern nicht weiter? Weil mit dem muss ich natürlich drüber reden, was wir erwarten und was nötig ist. Das ist also völlig richtig, Herr Seike. Es war ein sehr guter Hinweis, nochmal zu sagen, in den Häusern brauchen wir den Sachverstand als politische Impulse, die wir vielleicht brauchen. Ja, das ist schwierig. Was können die politischen Impulse sein? Ich glaube, wenn es uns gelingt, als Kultureinrichtung das auch richtig zu vermitteln, was uns wichtig ist, welchen Weg wir beschreiten wollen, ja, was unsere Herausforderungen sind, dann ist es vielleicht nicht mal nötig, politische Impulse zu bekommen, sondern wir müssen die Impulse senden und mitteilen, was eigentlich unser Auftrag ist, nach unserem Verständnis und was die Herausforderungen sind und wie wir die bewältigen können. Das dann auch nochmal zu artikulieren, das ist sozusagen und in die Politik zu tragen. Das ist, glaube ich, das, was wir als Kultureinrichtung leisten müssen und von der Politik, egal auf welcher Ebene, muss also das Verständnis dafür da sein. Und das ist es, denke ich, auch gerade jetzt in dieser Zeit, dass in Kultureinrichtungen diesen Weg beschreiten müssen und dafür auch Ressourcen brauchen, um diesen Weg zu beschreiten. Herr Hartinger, möchten Sie danach? Ja, auch nur in aller Kürze. Also ich stimme Frau Fischer zu und auch allen anderen Vorrednern, dass wir natürlich Kompetenz in den Häusern brauchen, dass wir natürlich auch ein bisschen darüber was wissen müssen. Trotzdem, glaube ich, kommen wir aus der arbeitsteiligen Welt und arbeitsteiligen Ökonomie auch nicht heraus. Und ich glaube, wenn wir jetzt alle anfangen, selber Programmierexperten werden zu wollen, das wird zumindest in meinem Fall nicht sehr weit führen und viele Jahre dauern. Dann gibt es vielleicht keine Smartphones mehr, bis ich ein einfaches Programm geschrieben habe, obwohl ich schon in den 80er Jahren in der DDR ohne Computer Informatikunterricht hatte. Ich will damit nur sagen, wir müssen uns als Team denken. Wir müssen sozusagen wirklich auch vertrauend in den Teams denken. Und ich finde, ich habe bei mir am Tisch auch Leute sitzen, die sehen den digitalen Kurs, die sehen den auch kritisch. Und das ist auch gut so, dass Leute sagen, nicht alles, was digital heißt, muss immer gut sein, sondern es muss möglich sein, sozusagen einen Ausgleich der verschiedenen Welten zu finden. Wir müssen den Sachverstand haben, aber wir müssen auch Vertrauen haben, Vertrauen aufbauen zu den Fachleuten, die das im eigenen Team haben und dann auch kritische Nachfragen stellen dürfen. Also, dass man einfach auch sagt, ich bin zwar kein Programmierer, aber ich stelle mir vor, wieso geht das nicht zum Beispiel? Und manchmal sind es auch diese Anstöße, die vielleicht da nochmal etwas reinbringen. Ich glaube, das ist auch die Antwort auf die andere Frage, Verhältnis von Politik und oder Leitung, Stadtspitzen, Trägern und Betreibern und Abteilungen. Ich glaube, Vertrauen ist das große Schlagwort. Kommunikation hat ja sehr viel mit Vertrauen zu tun. Wir alle wissen, dass es Verwaltungen gibt, die große Sorge haben, dass irgendwo was Falsches gesagt wird. Ich glaube, die Städte, die Träger fahren sehr gut, die Vertrauen haben, die sozusagen Aufgaben auch delegieren. Da muss man auch mal was aushalten. Da gibt es vielleicht auch mal einen kleinen Shitstorm.
das ist ja alles nicht weiter schlimm. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir eine gemeinsame Aufgabe haben und dann können wir solche Konflikte auch aushalten. Im Analogen halten wir sie aus, im Digitalen halten wir sie auch aus. Da wünsche ich mir, dass wir alle Seiten uns einander vertrauen und auch das Zutrauen haben, dass wir durch Trial and Error und nicht anders kommt man in der Wissenschaft und auch in der Technik weiter, dann irgendwo immer wieder auf ein neues Niveau kommen. Aber es muss möglich sein, dass es auch Besucher gibt, die sagen, ich will kein Smartphone, ich will einfach ungestört sozusagen mein Wissen in einer analogen Form halten. Wir werden jetzt keine Brieftaubenzucht aufs Dach setzen, um den anderen noch zu erreichen, aber soweit muss das Spektrum sein, denn wir sind eine Welt immer im Übergang von einer Wissens-, von einer Technikgeneration in die andere. Und nicht immer ist das Neueste auch immer das Beste. Das gute alte Buch ist unerreicht, sage ich mal, in Richtung Bibliothek. Herr Seige und dann gerne Frau Stoschek. Und dann möchte ich gerne zum nächsten Themenkomplex auch kommen. Ja, also gefragt nach Wünschen an politischen Verbesserungen, da sind wir jetzt doch einige Punkte tatsächlich eingefallen. Was ich zum Beispiel eine ganz wichtige Sache fände, wenn die öffentlichen Einrichtungen gestärkt würden in ihrer Rolle als IT-Arbeitgeber, dass sie beispielsweise auf dem IT-Arbeitsmarkt auch in den Gehältern mithalten können, dass sie moderne Arbeitsumgebungen anbieten können, so wie das im privatwirtschaftlichen Bereich möglich ist. Homeoffice haben wir jetzt alle erlebt während der Corona-Pandemie. Da ist für mich auch ganz spannend, was davon bleiben wird, von diesen Ermöglichungen, die jetzt erstmal temporär möglich waren. Also ich glaube, das sind Punkte, wo der öffentliche Dienst einfach sich auch als IT-Arbeitgeber noch anders aufstellen könnte. Und der andere große Punkt ist natürlich die Ermöglichung von zum Beispiel der Weitergabe oder Veröffentlichung von Digitalisaten gemeinfreier Kulturwerke. Solche Dinge sind sicherlich auch Sachen, die man politisch noch stärker unterstützen kann. Ja, ganz kurz. Ich würde gerne nochmal den Begriff des Teams aufgreifen. Was ganz wichtig ist, ich glaube, ich sehe es als eine kommunale Einrichtung, dass die Stadt Leipzig sehr an der Digitalisierung interessiert ist und das ja auch fördert und auch unterstützt. Die Frage ist halt nur, wie können wir uns als kulturelle Institution, wir haben andere Strategien zum Teil oder wir müssen einen anderen Digitalisierungsplan haben. Also ich denke, wir haben sehr, sehr große Schnittpunkte, alle miteinander, aber dass man dann sagt, so die Museen, die Bibliotheken, die Archive, wo können wir gemeinsame Wege gehen, dass wir keine Insellösungen haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist nicht die, ich verstehe Herrn Hartinger, ich weiß auch, verstehe auch nicht vieles, aber ich finde es richtig, zu Arbeitsabläufe auch einschätzen zu können und zu wissen, wie viel Arbeit steckt dahinter, weil es ist häufig sehr, sehr schwierig auch zu erklären, warum eine Stelle, die sich in dem Bereich beschäftigt, so viele Stunden für etwas braucht. Aber das ist etwas, wo wir eben gemeinsam auch uns zusammenschließen müssten und sollten, um zu sagen, das ist unsere Vorstellung und da unterscheiden wir uns vielleicht auch von anderen Institutionen, dass wir dort gemeinsam auftreten, um dann zu sagen, wie wir uns eben auch bei aller Unterstützung, aber wir spezifisch uns eben Digitalisierung, sage ich jetzt mal ganz einfach. Vielen Dank. Ich habe noch eine Anregung aus dem Publikumschat zu dem Komplex und zwar, ein Anfang wäre meines Erachtens ein Studiengang Langzeitarchivierung, wie es in angelsächsischen Ländern schon verbreitet ist. Das nur mal quasi unkommentiert in die Runde dazu. Und jetzt möchte ich gerne einmal weitergehen auf ein Thema, was ich auch sehr wichtig finde, wenn es um Digitalisierung und Kulturerbe geht, und zwar Stichwort Gemeinfreiheit. Herr Seige hat es gerade schon angerissen. Für alle, die zuschauen und jetzt nicht genau im Thema sind, als gemeinfrei gelten Werke, Kunstwerke, deren Urheberin oder Urheber seit mehr als 70 Jahren verstorben ist. Dann ist das Urheberrecht abgelaufen und dann kann dieses Werk also in die Allmende eingehen. Dann kann sie von uns allen als Gemeingut genutzt werden. Dann kann ein Kunstwerk für Bildung und Forschung zum Beispiel, aber auch für kreative Zwecke, für Remixes, Mashups genutzt werden. Und
Ich erinnere mich an eine Veranstaltung vor 2 Jahren, das war ein Wikimedia-Salon im ZKM Karlsruhe mit Peter Weibel und Frau Fischer war auch mit auf dem Podium. Und da haben wir genau diese Frage gestellt unter dem Titel »Wem gehört die Kunst?« haben wir genau diese Gemeinfreiheit im digitalen Raum besprochen. Und ein Fazit des Abends war damals, was gemeinfrei ist, muss auch digital gemeinfrei bleiben. Und dafür können Kultureinrichtungen Sorge tragen. Wie ist Ihr Standpunkt dazu? Wie sehen Sie dieses Thema? Und das würde mich noch sehr interessieren. Frau Fischer meldet sich direkt. Sie können gerne beginnen. Ja, ich glaube, das lässt sich gut mit der vorangegangenen Frage nach Wünschen an die Politik verbinden und auch sogar mit dem Thema Langzeitarchivierung, weil die Gemeinfreiheit, also die Frage nach einem Digitalisat eines gemeinfreien Kulturgutes, also etwas, was vor mehr als 70 Jahren kreiert wurde und wenn es dann digitalisiert wird, was passiert dann damit? Und dann muss es, wenn es gemeinfrei bleibt, ja auch langfristig gemeinfrei bleiben. Das heißt, wir müssen sicherstellen, Herr Ruprecht hatte das angesprochen, ne? Wir haben Papierakten, wir haben sogar noch ältere Keilschriften, die sind problemlos, mehr oder weniger problemlos retten wir sie über die Jahrhunderte, die Jahrtausende. Wie ist das jetzt mit den digitalen Werken? Also auch die, die heute erst digital produziert werden, aber auch die, die wir in der Digitalisierung neu schaffen. Wie stellen wir sicher, dass diese auch langfristig für uns alle zur Verfügung stehen und in diese Allmende, von der Sie sprachen, Frau Iliev, übergehen können? Das ist, glaube ich, ein wesentlicher denn bisher wird oft Digitalisierung noch als ein Projekt betrachtet, etwas, was man beginnt und endet. Also wann sind Sie denn fertig, Nationalbibliothek, mit der Digitalisierung Ihrer Bestände? Ja, das wird wahrscheinlich nie der Fall sein, denn wenn man erst mal einmal durch ist, dann fängt man wieder von vorne an, weil man dann die 3D-Digitalisierung hat oder so viel Neues dazugekommen ist. Auch die Digital-Born-Inhalte, die wir natürlich auch in der Nationalbibliothek sammeln, also solche Dinge, die nie publiziert wurden auf Papier oder anderen sozusagen analogen Materialien, sondern sofort digital vorliegen, auch die müssen wir archivieren. Das hat Herr Ruprecht auch dargestellt. Ne? Was mache ich mit der E-Akte aus dem E-Government der Stadt Leipzig? Ja, wie gehe ich damit jetzt um? Wie stelle ich sicher, dass diese nachhaltig zur Verfügung gestellt wird? Und das geht meines Erachtens nur, wenn wir einen Paradigmenwechsel in der Kulturpolitik haben, wenn wir Digitalisierung als eine neue Daueraufgabe sehen, die neben die anderen Aufgaben der Kultureinrichtungen tritt und die eben genauso auch gefördert werden muss. Und Herr Seiger hatte das auch schon angesprochen, wir brauchen diese IT-Skills in den Häusern und das bedeutet aber auch, dass wir konkurrenzfähig sein müssen mit der Privatwirtschaft. Es kann nicht sein, dass man sozusagen nur aus guter Absicht als Informatikerin in einer Kultureinrichtung arbeitet, ja, also nur weil man es besonders gut meint mit der Welt und mit der Kultur, ja, sondern das muss auch ein attraktiver Arbeitsplatz sein, in dem man sich weiterentwickeln kann, in dem man auch angemessen verdient und das weiß ich nicht, warum das in vielen Verwaltungsebenen noch nicht so angekommen ist. Fakt ist aber, dass wir alle extreme Schwierigkeiten haben, entsprechende Stellen zu besetzen. Danke, Frau Fischer. Ich habe mir aufgeschrieben, Frau Stoschek, dann Herr Ruprecht und Herr Hartinger. Und ich erinnere nochmal an die Ursprungsfrage hier. Gemeinfrei ist, soll digital gemeinfrei bleiben. Ihr Standpunkt. Ja, dazu ganz kurz. Es geht ja auch um den Schutz des Künstlers. Also wenn man, ich finde das schon wichtig, das Thema Kunst der Allgemeinheit, gar kein, das, ja, aber damit, wenn wir eben auch, also wenn Künstler ein Werk geschafft haben, also das Urheberrecht, nicht nur des Künstlers, sondern auch zum Beispiel des Fotografen oder der Fotografin, die das Werk dann auch fotografiert hat, das sind auch Dinge, die eben zu berücksichtigen sind. Und die ich eigentlich, so sehr ich auch für
Freiheit bin, wenn man es so korrekt gesagt hat, aber auch an die Kunstschaffenden denken muss. Und da komme ich dann wieder in Widerspruch, wie wir damit weiter umgehen. Direkt daran anknüpfend, Gemeinfreiheit bedeutet ja wirklich sozusagen 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Damit ist also sozusagen, sind ja die Verwertungsrechte, die der Urheber auch hat, erstmal abgesichert und seine Erben auch haben. Und ein ganz klares Statement von mir, gemeinfrei muss auch, analoge gemeinfreie Objekte müssen auch digital gemeinfrei natürlich zugänglich sein. Das geht gar nicht anders. Und wir sind natürlich auch stark daran interessiert, die Sachen in Archiven, die gemeinfrei sind, online zugänglich zu machen. Da soll es auch keine Barrieren geben. Ich bin ein großer Verfechter von Barrierefreiheit, sowohl analog als auch digital, einfach um die Hürden, um mit Unterlagen, mit Archivalien zu arbeiten, möglichst gering zu halten. Und da passt aber auch das dazu, was Frau Fischer gesagt hat, wo es darum geht, Digitalisierung nicht um der Digitalisierung willen. Das Gefühl hat man manchmal. Ja, es gibt so Förderlinien in verschiedenen Bundesländern oder sozusagen woanders angekoppelt, die einfach, wo es um die Digitalisierung geht, wo man sich keine, aber auch keine Gedanken gemacht hat, was passiert danach mit den Digitalisaten in Gemeinde XY, wenn die das digitalisiert hat. Ja, die legen das auf eine Festplatte und legen es sich dann ins Regal. Ja, das sind Steuergelder, die hier für Digitalisierung rausgeworfen werden. Das muss man wirklich sagen, rausgeworfen dann, wenn nicht an das Ende gedacht wird, dass mit unseren Steuergeldern, mit unser aller Steuergeldern Digitalisate erzeugt werden, deren Dauerhaftigkeit dann aber sehr stark in Frage gestellt werden muss. Ja. Und das kann nicht sein. Da ist auch Politik gefragt. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also das sind ja sehr verschiedene Aspekte. Der eine ist, wenn ich jetzt aus Museumssicht sage, natürlich müssen wir Wege finden, auch die digitale Gegenwart zu sammeln. So, wir haben das in der Corona-Krise ja gesehen. Ganz viele haben sich ja ganz viele wichtige, das ist eine der ersten Krisen, wo ganz viele gesellschaftliche Äußerungen nur in digitaler Form da waren sozusagen. Dadurch sind wir darauf gestoßen. Wir sammeln ja auch als Museum die Krise aktiv. Ein guter Anstoß, da Wege zu finden, auch eine digitale Sammlung anzulegen. Jetzt wirklich ganz schnell, ganz wichtig. Das bringt natürlich ganz andere Herausforderungen an Speicherplätze. Das macht ja auch alles Kosten. Das ist ja nicht umsonst. Ne? Ihnen erzähle ich das nicht. Aber das fordert uns sehr heraus. Das Zweite ist natürlich, bevor ich das Wissen teilen kann oder neben dem, dass ich das Wissen teile, bei uns muss ich natürlich die Bestände erfassen. Da sind wir ja auch ehrlich. Da ist ja in ganz vielen Museen noch ganz, ganz viel zu tun. Ich habe gut reden, weil bei unserem Haus auch durch meinen Vorgänger und viele gute Umstände, sagen wir mal, 2/3 der Sammlung und alle 3D-Objekte, also mehrere hunderttausend Objekte bereits in der Sammlungsdatenbank drin sind. Das heißt, wir sind da sehr gut. Wir müssen natürlich gucken, dass wir damit auch was machen, dass wir es nicht nur einfach zur Verfügung stellen, sondern dass wir auch digital in virtuellen Räumen selber kuratieren. Das fordert natürlich unglaubliche Mittel nochmal heraus, braucht es Manpower, so, ne? Ganz wichtig. Natürlich wollen wir dieses Wissen teilen, aber wir müssen uns natürlich auch anschauen, wir sind in einer kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Gesellschaft. Und man muss ja auch gucken, das eine ist ja mal das Urheberrecht oder so, aber gerade im kulturgeschichtlichen Bereich ist ja mal ein bisschen anders. Das, was bei uns im Regal liegt, ist vielleicht ein Stück Holz, was bei einer Ausgrabung mal gefunden worden ist. Und die ganze Leistung, es eigentlich zu einem Museumsobjekt zu machen, nämlich die Erschließung, die wissenschaftliche Befragung, möglicherweise Dendrochronologien, was es nicht alles für Möglichkeiten gibt, das ist ja eine Leistung. Und diese Arbeit, die da geleistet wird, vielleicht auch einen voraus fortgeschrittenen Scan machen und ähnliche Dinge, die muss natürlich irgendwo auch sozusagen sich, die muss irgendwo auch honoriert werden. Natürlich wollen wir am wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir diese aufwendige Arbeit auch in einen arbeitsteiligen Prozess reinkriegen. Dass wir nicht einfach alles auf den Tisch legen, sondern dass wir selber auch akzeptiert werden als Produzenten von Wissen. Auch das Museum ist ein Produzent von Wissen, weil nicht einfach nur die Dinge da sind. Die Dinge bedeuten ja nichts. Sie werden erst durch Befragung zum Leben erweckt. Also da hat unsere Arbeit auch einen Wert und über den muss man in irgendeiner Weise, sage ich mal, auch sprechen. Ja, da fallen ja ganz viele Punkte dazu ein, zu diesem Thema. An der Universitätsbibliothek gab es dazu auch natürlich einen Prozess, sich mit diesem Thema zu beschäftigen in den vergangenen Jahren. Und ich freue mich, dass wir an der Universitätsbibliothek zu der Entscheidung gekommen sind, dass wir die Digitalisate gemeinfreier Werke auch unter so
um so frei ihren Bedingungen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Sprich, dass wir sie unter CC0 oder als Public Domain, also als gemeinfrei wieder zugänglich machen, diese Digitalisate. Und das soll auch für alle Bestände gelten, bei denen das anwendbar ist, wo die also aufgrund ihres Alters entsprechend gemeinfrei schon sind. Und meine persönliche Meinung ist auch, dass es wichtig ist und dass es vielleicht auch zum Auftrag der öffentlichen Einrichtungen, der Gedächtniseinrichtungen, wenn man so will, gehört, dass, wenn es möglich ist, die ihnen anvertrauten Werke von Kultur und Kunst frei zugänglich zu machen und das auf digitale Weise unschädlich für die Objekte möglich ist, dass es dann auch in der freiestmöglichen Form geschehen sollte. Ich glaube, das würde dem Anspruch wahrscheinlich am ehesten gerecht werden und macht auch diese Werke dann nutzbar in neuen Kontexten, in neuen Umgebungen. Und man kann dann mit diesen, was früher auch gar nicht möglich war ohne digitale Techniken, dann waren die Werke eben unique und sie waren nur vor Ort zu sehen. Und der digitale Raum erweitert das aber. Das Werk wird nicht beschädigt, ihm wird nichts getan. Es kann aber in ganz anderen Kontexten für neue Kultur, für neue Kunst eingesetzt werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wie man als Kultureinrichtung mit digitalen Technologien umgehen kann. Frau Stoschek, Sie möchten noch dazu sprechen und danach vielleicht noch ganz kurz Frau Fischer, dann möchte ich gerne zum nächsten Thema kommen. Ja, ich kann das auch noch mal bestätigen, wenn ich an meine Zeit meiner Doktorarbeit denke, wo in welchen Bibliotheken ich saß, was ich persönlich transkribiert habe an Büchern, die man dann aus dem Tresor geholt bekommen hat. Man saß da aufgeregt. Das war natürlich ein sinnliches Erlebnis, aber ich erinnere mich auch, wie ich viel geschrieben habe. Und als ich dann jetzt vor ein paar Jahren dann doch nochmal ein ähnliches Thema wieder aufgegriffen habe, ich hatte die Bücher dann zwar schon mal oder in den Händen gehabt oder war auch nochmal vor Ort in einigen Bibliotheken, auch im Ausland, aber wie wunderbar das war, zur Vereinfachung der Arbeit, jetzt dann nochmal zur Kontrolle, Zitate zu überprüfen, nicht in meinen Aufzeichnungen, das war super. Das ist also wirklich fantastisch, dass mich dann einfach schnell Dinge sehen konnte, nachprüfen konnte. Natürlich, ich gebe zu, es fehlte was anderes, aber es war für die wissenschaftliche Arbeit der Kontrolle, war es einfach eine Erleichterung. Und da gebe ich Ihnen recht, das hat sehr viel vorangebracht und hilft uns Nutzerinnen und Nutzern eben auch, gerade, dass wir dann vielleicht nicht reisen müssen und da sagen, Mensch, da muss ich doch mal schauen. Und deswegen ist diese Freiheit, an diese Quellen und Unterlagen oder Manuskripte zu kommen, also sehr, sehr, sehr hilfreich. Und auch eben, dass man keine Kosten hat. Danke. Ich sehe auch Ihren Punkt, den Sie vorhin gesagt haben, dass man natürlich das sinnliche Erleben des Objekts, ne, das kann man durchs Digitale nicht ersetzen. Da bin ich auch ganz Ihrer Meinung. Aber ich glaube, dass eben das digitale Erfahren auch nochmal eine andere Qualität hat. Bestimmte Werke, ich kann unheimlich tief reinzoomen, vielleicht in bestimmte Gemälde, Sachen erkunden, die ich vielleicht am realen Objekt gar nicht so ohne weiteres tun könnte. Und da ergänzen sich diese beiden Räume, glaube ich. Ich glaube, das eine kann nicht das andere ersetzen, aber sie können sehr schön komplementär miteinander sein. Frau Fischer, jetzt. Genau, wenn ich ganz kurz nochmal auf Herrn Hartinger eingehen darf. Ich verstehe Ihr Anliegen unbedingt. Sie haben vollkommen recht, wenn man viel Arbeit investiert in die Erschließung von Objekten und in die Erforschung von diesen Objekten, dann soll diese Arbeit auf jeden Fall wertgeschätzt werden. Unbedingt. Die Frage ist, ob man das notwendigerweise in einer Ökonomisierung machen muss. Also Sie werden ja als Einrichtung bereits finanziert. Das heißt, Ihre Arbeit, Sie bekommen Ihr Gehalt, unabhängig davon, ob es Ihnen gelingt, das Produkt Ihrer wissenschaftlichen Wertschöpfung nochmal zu verkaufen. Das ist ja auch gut so. Ja? Es ist ja schön, dass wir uns als Staat, als Gemeinschaft, als Gesellschaft uns diesen, ich würde das gar nicht ein Luxus nennen, sondern diese Notwendigkeit trotzdem leisten, diese Infrastruktur leisten, die es uns ermöglicht, Kultur so intensiv zu erleben, wie es in vielen anderen Ländern der Welt nicht möglich ist. Das heißt,
wenn sie jetzt ohnehin schon bezahlt wurden, wäre es dann nicht zu überlegen, ob man diese Wertschätzung, die sie natürlich erfahren sollen, ob man die nicht auch jenseits von Euros und Cent bekommen kann? Also ist es wirklich unbedingt erforderlich oder fühlen Sie sich besser, wenn Sie abends nach Hause gehen, wenn Sie sagen, wow, heute habe ich wieder 5 Kilobytes Metadaten verkauft für, sagen wir mal, 50 Euro. Ja? Ich glaube nicht, Herr Hartinger. Also ich meine, ich sehe das schon an Ihrem Gesicht, dass Sie das so nicht meinen. Aber man muss das doch dann weiterdenken. Ne? Also die Arbeit, die Sie da reinstecken, die ist wirklich viel wert und diese Kontextualisierung, auf die möchte ich keineswegs verzichten. Aber die Kontextualisierung kann ja noch weiter vorangetrieben werden. Die Inhalte, die Sie kontextualisieren, können verknüpft werden mit weiteren Inhalten, die weit jenseits Leipzig irgendwo auf irgendwelchen Rechnern liegen und die uns helfen, die neue Fragestellungen zu entwickeln. Und das ist nicht möglich, wenn ich neue Barrieren aufbaue, die in welcher Form auch immer, durch ein Gebührenschema oder durch ein Lizenzschema oder durch, weiß ich nicht, welche Barrieren auch immer man da aufbaut, um Ihnen dieses Gefühl zu geben, die Arbeit, die ich tue, ist etwas wert. Lassen Sie uns dafür eine andere Alternative finden, bitte. Ich muss mit Blick auf die Zeit zum nächsten Thema gerne überleiten, aber Frau Stoschek wollte gerne noch dazu kurz was sagen, wenn ich mich richtig erinnere. Und Herr Hartinger, vielleicht dann noch mal kurz als Antwort auf Frau Fischer. Also ich wollte nur eine ganz kurze Antwort an Sie, Herr Salge. Man bekam aber auch schon vor 30 Jahren in bestimmten Bibliotheken oder auch grafischen Sammlungen schon Digitalisate vorgelegt zum Schutz der Kunstwerke. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann bin ich eigentlich doch lieber gleich Arbeit, also das heißt, ich habe nicht immer auch früher das Original gesehen. Da gab es schon sehr viele Barrieren, die auch Besuchern gemacht wurden. Gut, also nur ein Satz dazu. Die Wertschätzung ist wunderbar und wir lieben alle unsere Arbeit und bezahlen uns natürlich durch intrinsische Geschichten. Aber man muss natürlich gucken, bei allem Optimismus und bei aller Freude daran, wir haben natürlich auch Trägerschaften, wir haben auch Entgeltordnungen und natürlich sind wir finanziert durch Strukturen. Aber man muss natürlich gucken, dass das ein Prozess ist. Irgendwo müssen sich auch Institutionen bis zu einem gewissen Grad refinanzieren. Archive tun das ja auch, Bibliotheken tun das häufig auch noch. Also das ist ein Prozess. Nicht von heute auf morgen können alle, also bin ich jetzt der Bad Guy hier, können natürlich alle Refinanzierungen wegbrechen. Darüber muss man auch mal reden. Und gerade in einer Krise, wo die öffentlichen Hände in einer Weise gefordert sind. Und ich sage mal, manche Kämmerer hier wirklich heroische Taten vollbringen, um überhaupt das Schiff einer öffentlichen Hand weiter zu steuern. Also da muss man vielleicht auch mal ein kleines bisschen, geht mir nicht um mich und die Wertschätzung, die Blumen, wunderbar, aber wir leben auch in einer ökonomisierten Gesellschaft, das muss man auch sagen. Ja, teilweise leider könnte man da vielleicht noch anfügen. Ich habe noch eine Anmerkung von YouTube aus dem Chat. Und zwar, man darf in der Diskussion um die Bereitstellung von Content, von Inhalten, nicht die Urheber außer Acht lassen und damit verbunden zeitgemäße Erlösmodelle. Also ein Plädoyer dafür, nochmal neu nachzudenken, eine Diskussion zu haben über auch Modelle der Vergütung, die vielleicht im digitalen Raum angemessener sind. Jetzt möchte ich noch in den letzten verbleibenden gut 10 Minuten nochmal ein neues Thema anschneiden. Und zwar, wir hatten schon über Ihre Bestände in der digitalen Welt ein bisschen geredet. Und ich möchte gerne nochmal speziell nachfragen, wie ist es mit Social Media? Also sind Social Media, also Facebook, Instagram, was es da noch so alles gibt, TikTok und so weiter. Ist das für Sie attraktiv? Und wenn ja, als Werbeplattform, als Schaufenster oder findet da auch tatsächlich echte Interaktion statt? Was sind da so Ihre Erfahrungen? Und verbunden damit möchte ich gerne auch noch fragen, sehen Sie das eigentlich kritisch oder sehen Sie eine Gefahr darin, dass diese sozialen Medien zumeist von privatwirtschaftlichen Unternehmen gesteuert sind und dass Sie sozusagen, wenn Sie als Kulturerbeeinrichtung eben in diese sozialen Medien mit reingehen, dass Sie damit diese Plattform auch nochmal stärken. Ist das ein Faktor dafür, das vielleicht weniger stark zu machen? Wie ist das so? Wie sehen Sie diese Gemengelage? Frau Stoschek, gerne.
Also zu dem Privatwirtschaftlichen würde ich sagen, wo gibt es das eigentlich nicht? Das ist nicht nur in den Social Media. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, die man auf viele, viele Bereiche anwenden könnte. Social Media sind für uns sehr, sehr wichtig, aber wir haben auch sehr viele Follower. Damit erreichen wir auch ganz unterschiedliche Besuchergruppen oder einfach auch Menschen, die uns mögen. Und da ist eher immer wieder die Frage, wie kriegen wir das eine, also das heißt, wie können wir kommunizieren, aber wie können wir es eben nachhaltig und dauerhaft machen? Wie können wir dann eben auch die Menschen dann eben auch so binden, dass sie auch den Sprung irgendwann ins Museum bekommen? Und ich glaube, das ist eigentlich die große Herausforderung, wie wir dort weitermachen. Da gibt es ja auch schon sehr viele Versuche und Konzepte. Und ich denke, das ist weiterhin für uns ein ganz, ganz großes Feld. Ich weiß nicht, wer es am Anfang war, wo wir noch gar nicht wissen, wo wir hingehen. Da entwickelt sich so viel, dass ich manchmal denke, oh Gott, komme ich da überhaupt noch hinterher? Aber da merke ich, das ist etwas, was Zukunft ist und wo wir alle weitermachen werden oder sollten. Also ich bin selbst ein Nutzer von Social Media, benutze es sehr gerne. Die Universitätsbibliothek ist auch auf vielen Social Media Kanälen vertreten, ja, auf Twitter, Instagram und Facebook. Und aber ich sehe schon auch den Punkt, dass es sich eben um Plattformen handelt, die von privatwirtschaftlichen Interessen geprägt sind, die entsprechend betrieben werden und wo Filter und Ranking-Algorithmen tätig sind, die für die Sichtbarkeit von bestimmten Inhalten beeinflussen. Deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass man als öffentliche Einrichtung auch Kanäle bereithält, die unabhängig sind und nicht von solchen Plattformen abhängig sind. Also ich glaube, man muss beides machen. Man muss den Nutzern tatsächlich entgegengehen, in diese Social-Media-Kanäle auch reingehen. Das tun wir ja auch. Das ist schon sehr wichtig. Man hat da auch einen ganz wichtigen Outreach, eine große Zuhörerschaft kann man sich da suchen. Aber es gehört auch, glaube ich, ist auch wichtig, dass man unabhängige Parallelangebote immer da hat, um nicht abhängig zu werden von diesen Dingen. Abhängigkeit hatten wir vorhin schon mal. Und das ist, glaube ich, der Punkt dabei. Wenn ich gleich anschließen darf, ich sehe es genauso wie Herr Seike. Für uns ist Social Media auch wichtig, beziehungsweise wie meine Vorredner, so sehe ich es auch. Wir haben nicht so viel Erfahrung damit. Wir haben seit einem Jahr einen Facebook-Account und versuchen, den zu bespielen, machen unsere Gehversuche seit einem Jahr und versuchen auszuloten, was wird eigentlich nachgefragt, was kommt an, was kommt nicht an. Man muss aber ganz klar sagen, das Social Media ist natürlich nicht unsere Kernaufgabe. Ja. Und damit, über diese Kanäle stellen wir keine Archivalien zur Benutzung bereit. Das ist ja unsere Kernaufgabe. Wir können darüber auch nicht archivieren. Also wir können dort nicht Bestandserhaltung betreiben oder Ähnliches, was alles zum Archivieren gehört. Ja, sondern das Social Media ist einfach ein Medium der digitalen Ära, das wir auch bedienen sollten und müssen auch als Archive, als alle sozusagen alle Einrichtungen, die in irgendeiner Art und Weise mit Wissen zu tun haben, um eben zeitgemäß auch zu sein. Ja, denn nur wenn wir mit der Zeit gehen, dann haben wir auch einen Legitimationsanspruch. Sonst haben wir ein Legitimationsproblem, weil es erwarten natürlich auch die Bürger, dass wir mit der Zeit gehen. Und was die Gefahren betrifft von Social Media, ja, die sind mit Sicherheit da. Muss man auch ganz klar sagen. Wir nutzen hier eine Plattform, auf die man im Grunde keinen Einfluss hat. Wir nutzen die Angebote, die bereitgestellt werden, die wir sozusagen nutzen, die so gut wie es geht. Wenn das morgen abgeschaltet wird, ja, dann sind die Follower weg und man hat keinen Kontakt mehr zu denen. Ja, das ist einfach so. Ob das passiert oder nicht, keine Ahnung, ja, oder wann das mal passiert, wer kann schon in diese Glaskugel schauen, aber es ist eben auch eine gewisse Gefahr damit verbunden, dass dann dieser Kontaktfaden irgendwann mal abreißen könnte, ja. Ganz viele haben ja, als die DSGVO kam, ihre Facebook-Accounts stillgelegt. Ja, das war so eine Welle. Und hatten dann im Grunde dieses Medium nicht mehr bedient. Manche haben es danach wieder aufgenommen, aber das ist eben auch damit verbunden, ja, dass man hier was nutzt, was vielleicht nur temporär ist. Aber dann soll man sich nicht abschrecken lassen. Frau Stoschek, Sie wollten direkt dazu kurz antworten und dann Frau Fischer. Ich denke, Social Media ist eine Möglichkeit der Kommunikation und der Vermittlung.
und da entwickelt sich was auch weiter. Also das können auch immer wieder neue Formate oder auch neue Möglichkeiten sein. Und das ist, glaube ich, unabhängig, ob es jetzt Facebook ist, wo wir da auch viele Follower haben oder bei Insta. Aber es geht weiter. Und das ist es eben, dass man da immer sieht. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Da entwickelt sich sehr viel und da müssen wir weiter wachsam sein und das eben auch als eine Form der, unserer Vermittlung nach außen und der Kommunikation zu bezeichnen. Und das, glaube ich, ist weiterhin wichtig. Ich glaube, also Social Media ist für die Deutsche Nationalbibliothek schon seit längerem sind wir aktiv auf verschiedenen Kanälen. Allein in den jetzt 2,5 Jahren, in denen ich dabei bin, haben wir 4 neue Kanäle aufgemacht. Twitter, Instagram, wir bedienen regelmäßig einen Blog. Das glaube ich, ist unbestritten, dass das wichtig ist. Und es geht dabei, glaube ich, auch primär um Kommunikation und weniger um Zugang zu den digitalen Sammlungen zu verschaffen, natürlich. Was mich fasziniert an den Social-Media-Möglichkeiten ist etwas, was ich jetzt gerade in den letzten Tagen über das GND-Twitter-Handle irgendwie erlebe. Es fing damit an, dass jemand dargestellt hat, schaut mal, so habe ich hier die GND-Daten visualisiert und hat so eine Karte irgendwie gemacht. Dann haben wir uns darüber gefreut und gesagt, hey, ist ja toll, gibt es davon noch mehr? Und siehe da, plötzlich poppen aus in der ganzen Welt irgendwie Aktivisten, nenne ich sie jetzt mal, Datenaktivisten auf, die sich mit unterschiedlicher Art und Weise mit den eigentlich recht trocken wirkenden gemeinsamen Normdaten irgendwie auseinandersetzen und damit neue Visualisierungen kreieren, sie für ihre Forschungszwecke benutzen und damit dann halt eben auch zeigen, wie man diese Normdaten anwenden kann in einer lebendigen Art und Weise, wie wir das als Institution gar nicht so authentisch vermitteln könnten. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Andererseits auf die Gefahren angesprochen, die Social Media Unternehmen darstellen. Ich glaube, solange diese Unternehmen sich nicht als Medienverlage betrachten, solange werden wir da ein Problem haben. Wir brauchen diese Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl, was Medienverlage als die vierte Gewalt in einer Gesellschaft haben. Die muss sich auch in diesen Social-Media-Häusern niederschlagen. Zum Austausch würde ich sagen, okay, dann ihr bekommt die Pressefreiheit, aber dann übernimmt bitte auch die Verantwortung als vierte Gewalt. Das ist das eine. Dieses sich wegducken, wir sind hier nur eine Plattform, wir bieten hier nur technologische Services an und alles Weitere ist sozusagen irrelevant aus unserer Sicht. Das ist nicht korrekt, denn sie agieren wie Medienverlage, kreieren Meinungen, lancieren Meinungen und beeinflussen die Meinung, wie das andere Medienverlage auch tun. Und dem muss man irgendwie Rechnung tragen. Und das andere ist, wir brauchen ein Steuersystem, das diese Gewinne, die hier auf unserer, sozusagen auf, durch uns alle generiert werden, in einer zunehmend globalisierten Welt. Wir brauchen dafür ein Steuersystem, das in der Lage ist, darauf auch zu reagieren. Es kann nicht sein, dass man als Social-Media-Unternehmen sich irgendwo auf irgendeiner kleinen Insel steuerlich irgendwie registriert und damit die ganzen Gewinne, die letztendlich durch unsere gesellschaftliche Infrastruktur produziert werden, generiert werden, dass man die dann nur für das eigene Unternehmen nutzt. Das, finde ich, ist kein Zustand, mit dem man auf Dauer sozusagen umgehen kann. Dazu bräuchten wir aber noch mehr internationale Kooperationsbereitschaft, die es halt eben solche nicht nur bei den Social-Media-Unternehmen bestehenden Lücken halt eben bereit ist zu schließen. Aber wir sind auf dem Weg, denke ich. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auch auf dem Weg zum Ende dieser schönen Gesprächsrunde. Ich möchte gerne vielleicht noch eine super kurze Schlussrunde mit Ihnen allen machen. Und zwar möchte ich gerne fragen, einen Blick
in die Zukunft wenden und Sie fragen, was ist denn aus dem breiten Spektrum der Digitalisierung? Womit werden Sie sich denn in Ihren Einrichtungen als nächstes beschäftigen? Vielleicht auch ein Lieblingsprojekt oder ein persönliches Anliegen? Gerne eine kurze Schlussrunde dazu. Herr Ruprecht, vielleicht mögen Sie beginnen. Sehr gern. Bei uns wird es natürlich darum gehen im Stadtarchiv, dass wir unsere Bestände online kriegen, sowohl die Findmittel, die online zum Teil vielleicht im deutschen Archivportal zu sehen sind, aber eben nur zum geringen Teil, nicht mal 1% ist dort zu sehen von dem, was tatsächlich im Stadtarchiv liegt. Und für uns ist jetzt der Schritt erstmal dahin, dass wirklich online recherchierbar ist, was hat das Stadtarchiv? Und der nächste Schritt ist, dass wir da vielleicht auch gleichzeitiger Schritt zum Teil zumindest Digitalisate anbinden, sodass die Benutzung von Archivalien auch online möglich ist. Ja, das wird uns beschäftigen, das wird mittelfristig passieren, kurz bis mittelfristig. Und gleichzeitig werden wir die Prozesse im Haus auch digitalisieren. Es wird sozusagen die elektronische Akte eingeführt. Das betrifft aber im Grunde die Stadtverwaltung Leipzig insgesamt. Das ist jetzt kein Projekt des Stadtarchivs. Wir gehen jetzt nur am Anfang auch mit voran bei diesem Weg. Ja, danke schön, Herr Ruprecht. Als nächstes gerne Frau Stoschek. Oder Herr Hartinger, war das eine Meldung? Dann können Sie danach. Frau Stoschek, bitte. Ja, ganz kurz. Wir werden weitermachen. Wir werden weitermachen mit der internen Digitalisierung, unsere Kunstwerke tatsächlich weiter zu digitalisieren und dann eben auch, da kann ich mich nur anschließen, auch hoffentlich demnächst weiter online zu stellen, weil da sind wir nicht so weit, wie wir gerne wären. Aber es ist eben tatsächlich ein großer Prozess und dann eben auch unsere internen Verknüpfungen oder Verknüpfungen, wenn wir Digitalisate haben, auch mit anderen Institutionen weiterzuarbeiten. Aber nach außen erstmal weiter in unseren Beständen zu arbeiten. Ja, also wir wollen natürlich unsere Sammlungsdatenbank weiter qualifizieren und vervollständigen. Die ist übrigens frei zugänglich und wird sehr viel nachgefragt. Also da wollen wir weiter immer besser werden, immer vollständiger werden. Wollen aber damit dann auch aktiv selber kuratieren, virtuelle Räume bespielen, weil es macht so viel Spaß, auch mal digitale Ausstellungen zu machen. Nicht alles muss auf die Fläche an die Wand, sondern kann auch im virtuellen Raum stattfinden, auch gerade auf aktuellen Fragestellungen gehen. Zwei Dinge noch, wir müssen uns Gedanken machen, wie kommen wir in Zukunft an die Schulen, an die Kindergärten ran, wenn es weiter schwierig bleibt aufgrund von pandemischen Restriktionen und Erfordernissen. Da suchen wir nach Wegen, wie wir digitalen und analogen Museumsbesuch sozusagen komplementär bauen können. Und ein Punkt, der oft in Vergessenheit gerät, Dauerausstellungen sind toll, aber sie veralten natürlich mit der Zeit und sie haben bestimmte Grundaussagen. Und in der Führung kann ich wunderbar über alles dort sprechen, aber wie kann ich das digital? Wir wollen jetzt gucken, dass wir über so eine Art kleinen Multimedia-Guide oder Schritte dahin, über Augmented Reality zum Beispiel, unerzählte Geschichten in den Dauerausstellungen anbieten können. Das heißt, dass ich reingehen kann und auch was ganz anderes, ganz andere Themen, ganz andere Personen erleben kann. Also da freuen wir uns drauf. Das wird sehr, sehr spannend werden. Für uns ist es, glaube ich, der digitale Wandel eine große Chance. Als Nationalbibliothek, die wir nicht so sehr als eine Publikumseinrichtung wahrgenommen werden, wie vielleicht die anderen hier präsenten Häuser, sondern wir sehr stark sozusagen eine Archivfunktion haben, ein Archiv für die Nation auch, aber durch die Digitalisierung können wir uns mit unseren Ressourcen noch stärker und einfacher in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Und zwei Schwerpunkte möchte ich da nennen. Das eine ist die Öffnung hin zum Bereich Digital Humanities. Auch was Herr Ruprecht gesagt hat, was brauchen denn Wissenschaftler, um mit unseren Ressourcen sich auseinandersetzen zu können? Und der andere Bereich ist die Öffnung der gemeinsamen Normdatei, wo es ja auch darum geht, Datenökosysteme oder den Anschluss zu Datenökosystemen zu finden und eben nicht nur Daten unter CC0 zu stellen, sondern auch Organisationsstrukturen zu schaffen, die das Zusammenarbeiten ermöglichen. Danke, Frau Fischer. Herr Seige noch. Ich war gerade ganz kurz rausgeflogen und vermute, Herr Seige hat noch nicht gesprochen. Nein, ich habe noch nicht gesprochen, aber das tue ich natürlich gern. Die verschiedenen Digitalisierungsprojekte an der Universitätsbibliothek laufen auch weiter. Und wenn ich zwei rausgreifen kann, dann ist das einmal der Aufbau unserer digitalen Sammlungen, der gerade stattfindet, die neue Präsentation, auf die ich mich schon sehr freue, wenn sie dann demnächst verfügbar wird, und
Ein zweiter großer Schritt, den wir gerade gemacht haben, ist, dass wir Teile unserer Bibliotheksmanagementfunktionen, erste kleine Teile, auf einer neuen Open-Source-Management-Plattform implementiert haben. Das war für uns ein großer Schritt, also ein neues Open-Source-Bibliotheksmanagementsystem. Mhm. Folio heißt das für diejenigen, die sich da in diesem Produktgebiet auskennen, in Betrieb zu nehmen, dass das ist eine andere Aufgabe für uns, uns weiter mit diesem System zu beschäftigen und eben wieder ein Stück Open-Source-Software mehr im Haus dann zu haben. Wunderbar. Wir sind am Ende der Zeit. Mir bleibt zu sagen, ganz herzlichen Dank an Sie alle, auch die Sie jetzt im Livestream zugeschaut haben oder auch das jetzt in der Aufzeichnung sehen. Vielen lieben Dank dafür. Ich bedanke mich auch bei der Uni-Bibliothek Leipzig, dem Referat Digitale Stadt und natürlich vor allem bei den Gästen, Herr Hartinger, Herr Seige, Frau Steck, Herr Ruprecht, Frau Fischer. Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Alles Gute für die nächste Zeit, ob digital oder analog. Und alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, auf bald. Ja, danke, tschüss. Vielen Dank, Leander und Lilly, für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.